Name ist Mujtaba Amiri und bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan und ich trainiere seit einigen Jahren Ringen. Und dazu, ich werde heute mit meinem Gegner kämpfen, der Boxer ist. Und ich freue mich darauf und ich bin gut vorbereitet. Mein Name ist Tamerlan. Ich mache schon Boxen seit 2 Jahren. Und letzte Zeit habe ich ein bisschen Ringen gemacht, auch bei Grappling. Und versuche auf jeden Fall einen schönen Kampf zu zeigen. Herzlich willkommen, Defend Army. K.O. Babayan wieder am Start für euch am Sonntag um 18 Uhr. Was geht ab? Mujtaba geht heute ab gegen einen, ich kann es nicht fassen, einen Tschetschenen, der boxt. Der hat keinen Ringer-Hintergrund. Das ist so, als ob man zum Strand geht und dann ist auf einmal kein Sand oder sowas. Ne? Wahrscheinlich ist das nur so ein Spion-Ringer, der bei den Boxern sich eingeschleust hat, um für die Ringer herauszufinden, wie man die leichter runterholt oder sowas. Aber naja, gucken wir mal. Mujtaba auf jeden Fall wurde immer wieder nachgefragt in der Comment-Section. Wollten viele Kampf wieder von ihm sehen. Jetzt haben wir einen Gegner für ihn gefunden. Ein Tschetschene mit Boxer-Hintergrund in Tamerlan. Erste Runde geht los. Ich hoffe mal, Tamerlan läuft da nicht so nach vorne mit seinen Schlägen, was man oft beim Boxen macht, dass man einen Schritt nach vorne macht, um mehr Bums hinter der Faust zu haben. Aber das macht er bis jetzt sehr gut. Also er geht jetzt nicht wild auf Mujtaba los, dass der nur noch abtauchen muss und sich einen Takedown holt. Ja, Mujtaba schwingt aber eine Overhand weit von ganz, ganz over, ne? Was ist jetzt los? Tamerlan mit einem Takedown. Hartes Ground and Pound, was ist jetzt los? Ja, Mujtaba dreht das Ganze wieder um, steht auf, Single Leg. Hebt er. Oi! Tamerlan macht da einfach so ein Hula Hoop, so eine Rolle und steht wieder auf. Wie nice ist das denn? Also der Kampf verspricht jetzt schon mal viel, ne? Tamerlan ist auf jeden Fall nicht der Typ, der sich anscheinend einfach auf den Rücken legt und versucht am Boden weiterzumachen. Er kämpft hier mit allem, was er hat, um stehen zu bleiben. Sehr, sehr interessant. Aber das hat jetzt Mujtaba zu denken gegeben, ne? Ein Boxer, der mich runterholt als Ringer? Oh, Mujtaba rutscht aus, greift sich aber schnell die Beine, holt sich den Takedown, springt rüber zu Side Control, mounted jetzt, was ist los? Hartes Ground and Pound von Mujtaba. Oh, Tamerlan hat da am Shirt gezogen. Mujtaba schlägt. Ja, jetzt aber Tamerlan, schön zu sehen, dass er die Schläge blockiert. Ein, zwei Schläge kommen da trotzdem durch von Mujtaba, aber es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt einfach nur so harten Schaden kassiert, dass der Ref abbrechen muss. Ah, ist trotzdem eine miese Position, ne, wo man nicht lange fahren will. Wird jetzt trotzdem hart 2-3 Mal getroffen. Nice, was der Tamerlan da gemacht hat. OG BJJ-Move hat sich zu einer Seite hingedreht, das Knie weggedrückt und hat sich die Halfguard geholt. Wesentlich bessere Position als Mount. Mujtaba will wieder mounten, aber Tamerlan steht einfach auf, dreht sich, kommt hoch. Der Kampf ist einfach nur nice. Echt, echt schön zu sehen, dass da der Tamerlan Mittel und Wege hat, um nicht auf dem Rücken liegen zu bleiben und nur Schläge zu kassieren. Ne? Ah, jetzt sehr, sehr langsamer 1-2 von Mujtaba. Beide wahrscheinlich schon müde geworden. Ah, jetzt läuft Tamerlan aber nach vorne mit den Schlägen. Ne? Das, was ich am Anfang gelobt habe. Ja, und dann passiert genau das, was ich gesagt habe. Wenn man so nach vorne läuft mit den Schlägen, dann braucht der Ringer nur noch abzutauchen. Ist jetzt hier Side Control Mount wieder gelandet. Mujtaba, warum schlägt er jetzt nicht hart drauf ein? 7 Sekunden noch auf der Uhr. Bricht der Ref ab, wenn er hart genug trifft? Oh, Tamerlan muss aufpassen. Er streckt die Arme immer wieder aus bei der Mount. Man kann im Armbar landen, ne? Erste Runde jetzt vorbei. Was eine Runde. Richtig schön anzusehen, wirklich. Ja, was ist jetzt hier passiert in der ersten Runde? Tamerlan mit super Überraschung hier. Hat direkt mal mit einem Takedown angefangen. Mujtaba hat das Ganze gedreht, zum Single Leg gewechselt.
hat versucht, Tamerlan runterzuholen, wie man hier sieht. Er hüpft, macht den Hula Hoop, so wie ich es genannt habe, und steht wieder auf. Hier, da hat Tamerlan Overhand versucht, Mustaba abgetaucht, ausgerutscht, aber trotzdem noch in einen Takedown verwandelt. Ich denke mal, dass genau das hier bei Mustaba ihn zweimal runtergeholt hat, zweimal gemountet hat und gutes, hartes Ground and Pound gelandet hat, sollte sich die Mustaba dadurch die Runde eindeutig gesichert haben. Wollen wir mal sehen, was in der zweiten Runde kommt, ob Tamerlan jetzt Anpassungen in der Hinsicht gemacht hat und nicht mehr so auf dem Rücken landet. Zweite Runde geht los. Mann, bin ich gehypt, ey. Unglaublich. Schöner Kampf. Ja, Mustaba misst hier wieder den Abstand mit seinem Jab. Schlägt immer wieder so einen Jab in die Luft. Viele fragen sich vielleicht, die noch nicht viel Erfahrung im Kampfsport haben, was macht der da? Und dadurch misst man den Abstand zum Gegner. Das heißt, man muss auch manchmal gar nicht treffen. Das macht man, um zu gucken, wie weit bin ich weg, um mit meiner Rechten zu treffen oder um zu shooten. Ja, beide jetzt in der zweiten Runde mit dem gehörigen Respekt voreinander. Beide haben bewiesen, dass sie auf jeden Fall in der Lage sind, in ihrer eigenen Disziplin die Oberhand zu gewinnen. Ja, sehr gut gesprawlt. Sehr, sehr gut gesprawlt hier von Tamerlan. Mustaba aber einfach nur eine 1-2, oben nicht richtig getroffen und einfach den Double Leg versucht. Wenn man den Double Leg macht, sollte man mindestens in die Deckung hart getroffen haben, ne? Weil dann geht die ganze Aufmerksamkeit nach oben. Wenn man dann abtaucht und den Takedown holt, ist das wesentlich schwerer, den dann zu verteidigen. Ah, jetzt wieder Single Leg von Mustaba. Tamerlan hüpft wieder, macht wieder den Hula Hoop, unglaublich. Diesen Move macht er echt nice. Das ist der patentierte Hula Hoop Move von Tamerlan. Richtig schön gemacht von ihm einfach. Ist egal, wie man es macht, solange man den Takedown verteidigt und stehen bleibt und in seiner Disziplin weitermachen kann, ist das alles, was man in dem Moment braucht. Ne? Und genau das hat Tamerlan hier bewerkstelligt. Ja, Mustaba schwingt hier mit seiner Overhand, als ob Tamerlan ihm da sein Pausenbrot geklaut hat. Trocken links rausgehauen von Tamerlan, gut getroffen. Ja, Tamerlan engaged jetzt. Komplett nicht zum Single Leg, ist direkt, hat sich weggedreht, sein Bein weggezogen. Oh, jetzt sind wir im Clinch, was passiert? Oh, schafft es Mustaba? Oh, Mustaba hat einen Takedown angesetzt, aber leider missglückt, ist auf dem Rücken gelandet, hat hier seinen Mundschutz verloren. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber dieser Dialog zwischen beiden. Mustaba, warte mal, hat sein Mundschutz wieder rausgeholt. Sagt Tamerlan, was ist? Also, ich steck Mundschutz wieder rein. Jetzt? Ja, jetzt kann losgehen. Unglaublich. Was für ein Sportsmanship von beiden. Mustaba dreht ihn hier aber von der Mount heraus, landet in der Halfguard von Tamerlan. Tamerlan klammert hier gut das Bein, erlaubt Mustaba jetzt nicht hochzukommen. Nice. Wunderschön gemacht von Tamerlan. Hat Abstand mit seiner Hand aufgebaut, seinen rechten Fuß auf die Hüfte gepackt, weggedrückt, genug Abstand geschaffen, um aufzustehen. Der Kampf geht wieder im Stand weiter. 6 Sekunden noch auf der Uhr. Ah, jetzt ist aber nicht mehr viel passiert. Was kann man zu der zweiten Runde sagen? Tamerlan hat da jetzt im Stand besser ausgesehen als Mustaba. Also er hat öfter getroffen. Mustaba hat zwar viel geschwungen, viel versucht auch im Stand mit seinen Fäusten zu machen, aber sehr, sehr oft vorbeigeschlagen. Tamerlan hat da einfach die klareren Treffer, die cleanen Treffer gelandet und diesmal wirklich in der zweiten Runde geschafft, die ganzen Takedowns zu verteidigen. Das heißt, Mustaba hatte ja nicht einen einzigen Takedown landen können. Ein Takedown ist sogar missglückt, wo er da auf dem Rücken gelandet ist, was er allerdings schnell drehen konnte. Tamerlan aber nicht lange auf dem Boden geblieben. Wieder aufgestanden und den Kampf im Stand weitergeführt. Ein super interessanter Kampf mit zwei ebenbürtigen Gegnern, beide auf dem gleichen Niveau. Wirklich schön anzusehen. Ich bin gespannt auf die dritte Runde.
ganz gut, du musst aber. Ja. Okay, letzte Runde. Einmal shake hands. Dritte Runde geht los. Jetzt bin ich echt gespannt, was passieren wird. Beide Kämpfer sehen sichtlich müde aus. Wer hat jetzt den stärkeren Willen? Wer macht mehr Aktionen? Wer trifft klarer? Holt sich vielleicht Mustafa einen Takedown und submittet? Oder wird Tamerlan hier nochmal aufdrehen und im Stand vielleicht ein TKO oder ein K.O. landen? Beide noch recht verhalten. Oh, Mustafa schwingt hier hart. Versucht hart zu treffen, um einen Takedown zu landen. Ist aber ausgerutscht leider. Ja, was für eine Kulisse, ne? Ich guck gerade, es schneit da hinten, sieht aus wie in so einem Spiel, was ich mir gerade angucke, wie Tekken oder Street Fighter. Mustafa holt sich hier wieder ein Single Leg. Tamerlan liegt auf dem Boden. Tamerlan sehr gut mit seinem Knie, baut einen Knee Shield auf mit seiner linken, dreht sich jetzt auf die Knie, holt Mustafa seinen Rücken. Nein, Tamerlan steht wieder auf, hat es wieder gemanagt hochzukommen. Gut gemacht. Einfach schön von beiden, ne? Das ist super anzusehen. Mustafa kommt immer wieder mit seinem Ring, kriegt Tamerlan auf den Rücken. Der managt es aber immer wieder aufzustehen, was diesen Kampf einfach so spannend macht. Normalerweise hat man, wenn Boxer gegen Wrestler einfach nur, gut, irgendwann holt der Wrestler ihn runter und dann war's das, ne? Ground and Pounded Day oder submitted ihn, ne? Und genau das ist hier nicht der Fall. Das macht den Kampf spannender. Mustafa mit einer richtig schönen trockenen Overhand. Jetzt geht er wieder zum Single Leg. Hebt das Bein wieder an, Tamerlan. Macht diesmal keinen Hula-Hoop-Move, aber Mustafa stolpert da leider über ihn drüber und kann sich dadurch den Takedown nicht sichern. Tamerlan bestraft ihn direkt mit einer trockenen Overhand. Ah, beide haben die Arme immer mal wieder unten, ne? Wenn sie mal nicht im Kampfgeschehen gerade sind. Das zeigt einfach mal, wie müde sie sind. Jetzt schüttelt Tamerlan sogar seine Hände kurz aus. Das ist halt sehr, sehr ermüdend. Ne? Das Tempo, was die beide gegangen sind, vor allem am Boden, im Stand, Bodenstand, dieser Wechsel, der macht einen ziemlich, ziemlich müde. Ja, beide mit immer mehr Einzelaktionen. Ne? Da sieht man halt jetzt ein bisschen stärkerer Schlagabtausch, aber trotzdem in Zweierkombinationen. Die sind halt sehr, sehr müde. Ne? Es ist auch kalt draußen, muss man bedenken. Gib mal rein. Schöner Schlagabtausch von beiden. Mustafa läuft jetzt auch nicht weg vorm Boxen. Ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit nur abhaut. Er bleibt manchmal stehen und tradet einfach mal die Shots mit ihm. Ne? Nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Wer bringt jetzt die letzten Akzente? Ah, beide stehen voreinander, wechseln hier die Schläge einander aus. Boah, dritte Runde zu Ende. Mann, bin ich froh, dass ich kein Punktrichter bin. Ich weiß jetzt nicht, wem ich diese Runde gegeben hätte. Im Stand war Timur, ich will jetzt nicht sagen dominanter, aber er hat klarer getroffen. Mustafa hat trotzdem diesen einen Takedown gelandet, hat ihn aber nicht lange auf dem Boden kontrollieren können. Boah, jetzt ist die Frage, ne? Mustafa hat trotzdem im Stand auch ein, zwei Mal gut getroffen. Sehr schwer zu sagen, wer jetzt die dritte Runde gekriegt hat. Ich bin wirklich glücklich, dass ich das nicht entscheiden muss. Erste Runde ging eindeutig an Mustafa. Zweite Runde eindeutig an Tamerlan. Dritte Runde ging an mich. Ich habe keine Ahnung. Wirklich schwer zu sagen. Ne? Tamerlan hat hier super überrascht den ersten Takedown gemacht und gelandet auch noch. Ich habe es doch gesagt. Wenn die Tschetschenen geboren werden, glaube ich, kommt der Arzt mit so einer Spritze, da steht einfach Ring drauf. Und dann kriegen sie das einfach gespritzt. Egal, ob sie Boxen trainieren oder sonst irgendwas anderes. Ringen ist bei denen einfach im Blut, ne? Tschetschenen, Dagestaner. Ja, ich bin echt gespannt auf das Urteil. Decision. Draw. Sehr gut. Was geht ab, die Fat Army? An meiner Seite ein Mustafa, Amiri. Mustafa, führe uns mal durch den Kampf. Das war ein richtig stark umstrittener Kampf. Du hast einen Draw gehabt.
mit deinem Gegner. Erzähl mal, führ uns mal durch den Kampf, wie du es gefunden hast, wie lief der Kampf in deiner Sicht? Erzähl mal. Das war echt ein sehr guter Kampf. Ich habe selber auch nicht so gedacht, dass ich so gekämpft habe, weil wegen Corona haben wir nicht so viel Training gehabt. Aber ich habe es zu Hause gemacht und so. Und ich fand, ich war gut, habe gewonnen und bin zufrieden mit meinem Kampf. Und auch, was Defend FC entscheidet hat, akzeptiere ich. Und war ein guter Kampf. Es war sehr, sehr knapp, eine knappe Kiste. Die letzte Runde war wirklich die Entscheidungsrunde, würde ich mal sagen. Ihr habt echt harte Treffer gehabt. Du hast harte Treffer genommen, gute Takedowns angesetzt. Auf jeden Fall ist es keine Leistung, wo man sagen kann, ey, dieser Kampf hat einen Verlierer. Da gibt es nicht. In manchen Kämpfen gibt es einfach keine Verlierer. Und das war auf jeden Fall einer. Sehen wir dich in Zukunft weit wieder hier bei Defend FC? Danke. Ja, klar. Ich will mehr Kämpfer haben und so. Jetzt, wenn Corona vorbei ist, trainiere ich mehr. Ja. Alles klar. Danke. Amiri, die hast du dir verdient. Deine Danke. Defend FC Medaille. Sehr ja. gut. Danke. Noch irgendwas zu sagen? Abschlussworte? Zum Abschluss bedanke ich mich bei Defend FC. Echt gut. Also, kann zeigen, was man trainiert hat und sowas. Ja, danke. Ja. Danke dir. Danke. Timur, du hast gerade einen Kampf gegen Amiri gehabt. Wie sahst du den Kampf? Das war ja ziemlich ein Hin und Her. Er hat gute, starke Takedowns angesetzt. Zum Ende rum wurde es ein Draw. Er war halt nicht sehr zufrieden mit der Leistung oder beziehungsweise mit der Entscheidung. Wie siehst du denn das? Ich soll auf jeden Fall den Kampf also wieder gucken, um sehen, dass er, ob er sicher gewonnen hat. Und ich fühle, dass ich also vielleicht im Stand besser war. Ne? Und so, ja, mit der Entscheidung bin ich auch nicht so viel zufrieden. Also würdest du ein Rematch bevorzugen? Würdest du einen Kampf nochmal gegen Amiri haben wollen? Wenn ich also mich besser fühlt und wenn gut trainiert, dann würde ich gucken auf jeden Fall. Dann will ich auf jeden Fall ein Rematch, ja. Wie lief das Training für dich? Du hast ja hier bei Defend und dein Debüt gegeben. Es ist natürlich ein anderes Pflaster, nennen wir es mal so, bei Defend. Wie fandest du es und wie lief das Training während der Corona-Pandemie? Es ist ja natürlich für jeden, in jedem Land ist es ja ein bisschen schwieriger gerade. Wie ist es bei dir so gerade? Ich bin oft auf jeden Fall also laufen gewesen, ein bisschen Shadowboxen, Boxen gemacht, also Pratzen gemacht und so, ja. Wir allen waren nicht zu Hause und nichts zu viel gemacht, ne? Nee. Nichts mehr zu anzuschließen. Hast du noch irgendwelche Entscheidungen, also irgendwelche Worte, die du zum Schluss noch jemanden begrüßen möchtest? Ich bedanke mich für den Defend FC und eine sehr gute Verein, Organisation. Und ja, ich bedanke mich. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe noch was für dich. Die hast du dir wirklich verdient. Unsere Defend FC Medaille. Bei uns gibt es manche Kämpfe, die einfach keinen Verlierer verdient haben. Und du hast ihn definitiv. Du bist einer dieser Kämpfer. Vielen Dank. Vielen Dank.